Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 23. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Heute ist Halbmond. Und Halbmond bedeutet immer inneren Unruhe, Ausgeglichenheit. Es fehlt etwas, es fehlt die Gleichgewicht. Und die Tierkreiszeichen Schütze zeigt gerade die Gleichgewicht. Und die Tierkreiszeichen bedeutet, eine Richtung zu schauen, weil die Tierkreiszeichen Schütze zeigt in die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und das ist für uns heute ein Hinweis. Konzentriert bleiben, in eine Richtung schauen, wo wir gehen wollen. Was bedeutet noch die Schütze? Bewegung, aktiv zu sein, eine Reise machen oder Sport. Und genau diesen Themen geben uns heute die Ausgleich. Und wir brauchen auch diesen Ausgleich. Es ist nicht nur zwischen Sonne und Mond besteht diese Spannung heute, sondern auch zwischen Mars und Venus. Und es ist die weiblichen und männlichen Energie. Venus, das Weibliche, steht in Tierkreiszeichen Fische. Natürlich ist es romantisch und gefühlsvoll. Und in Tierkreiszeichen Schütze befindet sich Mars, die männliche Energie. Das ist mehr aktiv, leidenschaftlich und begeistert von etwas. Also wichtig ist, das im Gleichgewicht bringen. Ein bisschen Romantik, ein bisschen Leidenschaft und so sorgen wir dafür, dass alles im Gleichgewicht kommt, ein Entgegenkommen. Und das schafft natürlich die Harmonie. Und dazu kommt noch diese Halbmondposition. Da brauchen wir auch dieses Gleichgewicht. Etwas fehlt und es ist gerade die Feuerelement, was fehlt. Und die Richtung zeigt die Tierkreiszeichen Schütze. Welche Einflüsse kommen von Sternen? Sonne bekommt einen Einfluss von Deneb Adige. Und dieser Deneb Adige bedeutet, gute Freunde zu sein, steht in einer Verbindung mit anderen Sternen und das hat auch eine Bedeutung, Freundschaften zu pflegen oder dieses Bewusstsein zu haben, dass Menschen zusammengehören oder zwei in die Liebe, Partnerschaft auch. Und diese Liebe zu pflegen und diese Gedanken zu haben, wir gehören zusammen, also auch auf die Harmonie achten oder bei Freundschaften, ist auch wichtig, dass man diese Freundschaften auch pflegt. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat auch einen Einfluss vom Prima Hyadum. Prima Hyadum befindet sich bei den Hyaden und die Hyaden und die Plejaden sind Halbschwester. Die Hyaden sind sieben Geschwister und die Plejaden sind auch sieben Geschwister und die sind Halbschwester. Die Hyaden und die Plejaden sind Halbschwester. Und die sind alle die Töchter von Atlas. Und dieser Prima Hyadum bei Hyaden bedeutet Schwester, Liebe und Belohnung. Das heißt, wir sollen jemanden belohnen oder wir werden belohnt. Mond bekommt nochmal einen Einfluss von Aldebaran. Diesem Stamm Aldebaran gilt für die königlichen Sterne. So haben die alten persischen Astronomen bestimmt, etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und dieser Stern Aldebaran befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das ist die Auge des Stieres, ein ganz hell leuchtenden Stern im Himmel. Und das bedeutet etwas klar und deutlich sehen und erkennen.
und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. In gleichem Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont unten. Für die Fischen Geborenen. Es ist wichtig, klärende Gespräche zu führen. Oder ein Termin, ein Gespräch hat eine Bedeutung. Aber ist auch wichtig zum Erkennen, welche Menschen gehören zusammen. Das heißt, um die Partnerschaft kümmern oder um die Freundschaften zu kümmern. Es ist eine gewisse Spannung da, weil es führt zu Missverständnissen. Wenn zu romantisch ist, die andere hat vielleicht eine kühlere Haltung oder mehr leidenschaftlich. Das heißt, es sollte man in Harmonie bringen, auf anderen zuzugehen und es auch klären. Und diese Halbmondposition ist eine gewisse Spannung. Aber die Richtung ist, was die Ausgleich gibt, das ist die Feuerelement. Das Tun, was uns begeistert. Die Richtung zeigt die Tierkreiszeichen Schütze, Sport, Bewegung, Reisen oder ein Ziel setzen und dabei bleiben, da etwas in Bewegung setzen, also aktiv zu sein. Das sorgt für Gleichgewicht. In den kommenden Tagen kommt Verbesserung, auch bei Fischengeborenen, weil diese Spannung lässt nach. Dann bewegt sich einiges in die Liebe, Partnerschaft und ist auch ein Heilenergie momentan bei den Fischengeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Umbrüche, Veränderungen. Aber etwas Neues starten bei dieser Spannung ist vielleicht nicht gut, sondern in die Richtung bewegen, was Lebensfreude macht gerade. Und damit haben wir das innere Ruhe und den Ausgleich. Die Wiedergeborenen werden wahrgenommen. Und mit diesem Feuerelement können auch anderen motivieren. Weil dieses Feuerelement, was heute gerade bei dieser Spannung, bei diesem Halbmond fehlt. Also das gibt die Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema. Werte, Wertschätzung, Finanzen. Aber heute ist nicht der richtige Augenblick, etwas investieren oder einen Termin machen oder einen Vertrag unterschreiben, sondern warten, bis die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Krebs und dann kommt das auch alles im Fluss. Momentan warten, bis der richtige Moment kommt und so kann man die Finanzen wieder in Ordnung bringen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen, sie spüren auch diese inneren Unausgeglichenheit und sie brauchen aber dieses Gleichgewicht. Die Richtung zeigt die Schütze. Also ein Ausflug machen, Sport zu machen, aber im Gleichgewicht bleiben, braucht man auch die innere Ruhe oder die Rückzug. Beide Seiten ist wichtig und so kommen die Zwillingsgeborenen im Gleichgewicht. Die Ruhe bewahren, die Zuhause zu genießen, aber etwas für den Körper tun oder einen Ausflug machen, also auch bewegen. Beide Seiten ist wichtig. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen verspüren sie die schöpferische Energie, die Kreativität. Und das können sie umsetzen im Beruflichen, aber auch zu Hause etwas verbessern, verschönern, renovieren. Aber etwas Neues zu starten, wie einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben, ist auch nicht der richtige Moment, sondern warten, bis diese Spannung vorbei ist. Dann kommt auch alles im Fluss und die liebe Partnerschaft haben die Krebsgeborenen auch Glück gerade. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen gehören auch zu dem Feuerelement und können eine gute Unterstützung geben, andere motivieren, Kraft zu geben oder Trost zu geben. Wichtige Themen sind bei den Löwengeborenen die Berufung und sind auch karmische Themen gerade. Karmische Lernaufgabe oder die Berufung nachzugehen, das sind gerade die Themen. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen spiegelt etwas das Leben, klärende Gespräche zu führen oder liebe Partnerschaft. Heute ist eine gewisse Spannung da, vielleicht ist es nicht der richtige Moment, diese Gespräche zu führen oder in die Liebe auf anderen zuzugehen, sondern warten, bis eine fließende Energie kommt.
wo die Verbesserung ist, wirklich die Bewegung, all das, was uns Lebensfreude macht, wo wir begeistert sind. In die Richtung sollen wir schauen und bewegen. Und das gilt auch für die Jungfrau geboren. Und dann in den kommenden Tagen, wenn das wieder alles harmonisch ist, dann kann man die Gespräche führen oder auf anderen zuzugehen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen spiegelt auch etwas im Leben, etwas zu verändern. Aber es ist auch nicht der richtige Moment, etwas Neues zu starten. Nur die Richtung bestimmen und dafür sorgen, dass wieder die Lebensfreude da ist und diese Richtung schauen und diese Richtung bewegen. Bei den Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist auch spürbar natürlich diese Spannung, aber in den kommenden Tagen, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Krebs, kommt alles wieder im Fluss, dann haben die Skorpiongeborenen wieder Glück, auch in die Liebe, Partnerschaft und auch beruflich. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen zeigen gerade eine Richtung, was die Ausgleich gibt, können gute Unterstützung sein für anderen, von etwas begeistern, für anderen da zu sein oder zuhören oder Kraft zu geben. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen verbessert sich in die kommenden Tagen etwas, in die Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Terminen, bei Gesprächen. Momentan sollen eher zurückhaltend sein oder im Bekanntenkreis, Freundeskreis oder ein Sportverein da vielleicht aktiv zu sein. Aber nichts Neues beginnen, sondern einen Tag wählen, wie zum Beispiel, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Krebs, das wäre der richtige Moment, etwas Neues zum Starten. Was noch wichtige Themen bei Steinbockgeborenen sind, das sind die Sehnsüchte und Wünsche und Visionen, das in Form zu bringen. Aber das ist ein längerer Zeitraum, wie das alles wirkt, diese Lilith-Energie und diese Saturn-Energie. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist ein Aufstieg und sie werden auch wahrgenommen, sie setzen auch etwas in Bewegung. Was noch ist bei den Wassermann geboren, sie schauen gerade hinter den Kulissen. Die Geheimnisse kann auch bedeuten, dass jemand ihren Geheimnisse anvertraut oder sie schauen in die Tiefe, die Geheimnisse des Lebens zu erforschen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.